Abend. Oh, das ging aber jetzt schnell. Ja. Ja, ich versuche gerade mal ein bisschen rum hier. Das ist ja mein erstes Mal. Wir sind übrigens in Sexy Julias Hangout, ne? Also nicht falsch verstehen, das ist eigentlich gar nicht meiner. Wie jetzt? Ja, die hat ihre Hangout-Einladung von heute Mittag, hat die nicht geschlossen. Und du kannst noch immer in diesen Hangout rein. Und habe ich einfach mal draufgeklickt, weil ich habe noch Probleme wegen meinem Wii U-Hack-Video. Da kann ich keine Hangouts oder keine Livestreams starten. Wir sind da jetzt aber nicht live, oder? Ich nehme das jetzt gerade auf mit Camstasia. Ich kann das ja eh nicht rausbringen. Ach so, okay. Ja, aber ich habe ja heute Mittag schon den Stream aufgenommen. Das war so geil. Sexy Julia wollte ja so einen Livestream machen, ne? Und ich war schon 10 Minuten vorher drin. Und 5 Minuten vorher hat sich ja halt plötzlich gefüllt. Und dann waren so viele drin, dass Sexy Julia selber gar nicht rein konnte. Und die hat die ganze Zeit bei Facebook geschrieben: Ich komme nicht in meinen Chat rein. Ja, selbst schuld. Ja, und ich habe das alles aufgenommen, weißt du, HDMI an Laptop, dann auf dem PC aufgenommen. Das Problem ist nur, du hörst die ganze Zeit nur mein Gequatsche, aber nicht das Gequatsche von den anderen, die da drin waren. Ist natürlich ein bisschen doof. Ach nee. Was ist los? Musst du nicht schlafen? Ich bin 18. Dann Nein. habe ich gesagt, so, dann machen wir jetzt hier draus den Gameblamer-Talk. Oh, Nackedei. What the fuck? Hallo Nackedei. Das ist mir zu crank, Mann. Zieh dir bitte was an. Ja, guck mal, mein lieber Legend-Nerd, ne? Jetzt ist hier ja schon mehr los als in deinem ersten Video. Ich guck mir ja alles an. Ja, da kann ich dir nur recht geben, ne? Alle Dennisse haben den größten. Ach, scheiße, du heißt ja auch Dennis. Ja. Nicht dran gedacht. Ich bin nämlich Dennis. Jetzt muss man eigentlich immer fragen bei den Leuten, die hier reinkommen. Ich glaube, das war ein Fehler, den Link einfach öffentlich zu posten. Ach, das ist so egal. Jetzt ist nur immer die Frage, wer hier reinkommt. Ob das wirklich Leute sind, die auf meinen Link hier reingekommen sind, oder ob das Leute sind, die eigentlich Sexy Julia erwarten. Ich bin doch sexy, Julia. Ja, nach der Geschlechtsumwandlung und der Hormonbehandlung hätte ich dich jetzt gar nicht wiedererkannt. Ja. Scheiße, Mann. Ja, du möchtest uns das mitteilen? Bin ich hier völlig falsch? Das ist mir auch. Mein Gott. Hey, ich bin im Moment dran, Let's Cheat Dead Island da einmal durch. Und Lego City Undercover. Das ist total. Lego ist doch geil. Ha, am 19. da habe ich einen Auftritt mit meiner Band. Wo denn? Mit der Goldgräber Gucci Gang. Ja, nein, das ist in der Tat eine echte Band. Das freut jemanden auch. Goldgräber Gucci Gang, sorry. Support mal ein bisschen das YOLO-Movement hier. Duschkabinenpost. Ich habe eine Frage an dich, was hältst du eigentlich von Autotune, also diesem Soundeffekt? Also, wer mein Sony-Musikvideo gesehen hat, der weiß, dass ich das total toll finde. Ich fand das voll scheiße. Sorry. Also, in deiner Band komme ich nicht zum Gast singen. Ja, da muss man ja auch für singen können. Da gucke ich doch glatt mal. Also, hier, Sony, what have you done to me, oder was? Ja, genau. Tu es nicht, Das ist tu es der bereuen. Übershit, Alter. Übershit. Hallo, ich wollte keine Gameblamer-Hater hier haben. Was ist hier los? Was denn, was denn? Ich meine das ernst, ich meine das tot ernst. Der verarscht mich, Mann. Da hast du den Autotune ganz auf Anschlag gestellt. Auf jeden Fall. Ja, ist doch super. Das ist sogar mein Favoriten, Mann. Jetzt echt? Das erinnert mich ein bisschen an die Boss-Aura. Oh, jetzt kommt's. Ja, jetzt musst du auch singen, Dennis. Hör auf, ich will in Ruhe Sony, what have you done to me hören, Ich auch. Ach du Scheiße! Der hat so laut gelacht, da ist er rausgeflogen, ey. Warum warst du nackt zur Hölle?
Hört man mich jetzt? Oh ja, jetzt hört man dich. Ja, okay. Er klingt ja wie ein Mädchen. Danke. Nee, das habe ich eingestellt. Da gibt Ah es ja. ja so Soundeffekte. Das ist Ich bin ein Autotune. kleiner Fanboy. Von wem denn? Vom Legend Nerd Sexy Julia oder von mir? Ja, von dir. Yeah, danke. Also kannst du mal deine Gastauftritt. normale Stimme hören? Das ist ein bisschen beängstigend. Ich komme mir vor wie in so einem pädophilen Chat. Nee, Nee, Chatroulette. ich will privat bleiben. Kennst du Chatroulette, wo jeder zweite Klick ein Penis ist? Ich habe mich das nie getraut. Ich habe mal gedacht, nee, das muss nicht sein. Oh, Das doch, ist ich hab's einfach nur mal. brutal. Ja, ich hab's auch mal ausprobiert und das ist. Also, wenn du nicht auf Penis stehst, sondern auf Vagina, dann ist das ein bisschen da falsch. Stehe eindeutig auf Vagina. Ja, jetzt habe ich dir das ja erklärt, ne? Wie das so ist. Ja. Was macht dich denn zum Fanboy? Übrigens, das ist jetzt dein Auftritt, du bist dann in meinem Channel, ne? Ich nehme das jetzt auf. Wenn das alles gut funktioniert, sieht man dich dann. Ey, nein, stell das mal nicht auf deinen Channel. Ich habe hier voll die Leute beleidigt. Die Leute sollen weiterhin denken, dass ich ein netter Mensch bin. Ja, hör mal, Das sieht man ja an. wer zwei oder drei Videos von dir gesehen hat, weiß, dass das alles verstellt ist. Hey. Warte mal, hört man mich noch? Ja. Nee, weil gerade eben ist fast mein PC abgestürzt. Dein Ich glaube, das ist PC. eine echte Stimme. Nein, Da ist ein Spaß, Stimmverzerrer in der Maske. ey. Sei leise. Ja, Ich bin noch nicht im Stimmbruch. ich meine, gut, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber A und B-Hörnchen brauchen ja auch Synchronsprecher, ne? Ich habe schon ein paar Seiten down gehackt. Welche Aus denn? Spaß. Na, kennst du Disney.de. nicht. Nee, der hat mit der Gabel das Spielzeug von seiner Mama down gehackt. Du brauchst eh meine Einverständnis und die kriegst du nicht. Das schneide ich einfach raus, dass du das gesagt hast. Herzlich willkommen zum Game-Lamer-Chat, ne? Zum Legendary-Chat und zum inoffiziellen Sexy Julia-Chat. Bestehen irgendwelche Fragen? Seit wann hast du eigentlich deine 3.55 PS3? Boah, die habe ich eigentlich, seit ich sie gekauft habe. Ich habe die Slim gezielt so gekauft. Da war die auf 3.50, ich habe die noch auf 3.55 gebracht. Und da habe ich dann gestoppt. Da kam dann direkt die Custom-Firmware. Spielst du Call of Duty? Black Ops Bei wie vielen 2. Stunden? Ist das ein Krampf? Also ich habe Black Ops 2 und jetzt pass auf, ich habe Black Ops 2 auf der Wii U. Nee, also halt, ich kann gut mit meiner Psyche und so umgehen. Aha. Das kann ich heute noch nicht. Würde mein Kind trotzdem. Sieht man dir an. Ja, sonst Würde würde mein ich den Kind Channel trotzdem. auch nicht machen. Übrigens, ne, wer gesund leben will, grüner Tee. Sehr schön. Mit Zitrone Ja, und schwarzer Ingwer. Tee. Nee, Oder? schwarzer Tee, da ist zu viel Das ist Koffein. ungesund. Ja, das ist ungesund, weil das trinken ja auch so türkische oder kurdische Kinder und sowas. Boah, ja, Ja. jetzt darf ich das Video eigentlich wirklich nicht online stellen. Jetzt werden wir hier auch noch. Nee, ich bin ja selber einer. Ich bin ja selber einer. Warum sagst du denn dann, dass das ungesund ist? Ach, du meinst quasi wie bei Soja oder so. Das können auch nur Asiaten verdauen. Nee, das ist nicht Scheiße, rassistisch. bin ich Das auch ist nicht, einer. das ist wirklich so. Europäer sind nicht dafür gemacht, um Soja zu essen. Ja, aber hier, wo ich wohne, in dieser Gegend, das sind einfach nur Spasten. Duisburg-Marxloh. Ja, das glaube ich dir sofort. Ah, das kann man jetzt nur als Apropos Duisburger Game-Gamer, wo verstehen. bist du eigentlich her? Nee, ich bin kein Duisburger. Ich komme aus Duisburg. Hey, kannst du mich auf PSN adden? Ah, die Frage kommt so oft. Meine Liste Ich ist weiß. voll. Ich muss mal die Tage, ich gucke die Tage mal, wie viele Leute mal länger jetzt nicht online waren. Ich mache das in der Regel so. Ich gucke, wenn Leute jetzt, sagen wir mal, 4, 5 Monate nicht online waren, dann schmeiße ich die raus. Und dann kann ich auch neue Ja. adden. Ich sage immer wieder, mich fragen nämlich viele Leute auch immer wegen Raubkopien. Ne, oh, wie mache ich hier die Spiele, die ich habe mir runtergeladen, die Spiele, ne? Ich will sie mir auf die PlayStation machen. Nee, da brauchst du wirklich nicht so machen. Mein Spieleregal im Hintergrund spricht ja wohl Bände, dass ich mir alles kaufe. Das sind ja alles, ne? Ich
Ich verkaufe zwar schnell auch Spiele, wenn ich sie durch habe oder so, aber ich kaufe sie mir alle wirklich original oder hol sie aus der Videothek. Das ist die Ausnahme. Wie alt bist du eigentlich? Mache ich wirklich. Ich bin 32. Nee, 33. Ich habe ja im April Geburtstag gehabt. Oh. Du siehst aus wie 20. Nachträglich herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Im April vor allem, weil wir gerade April haben. Ja, jetzt vor 2 Wochen ungefähr. Ich muss meinen Kram immer an Sexy Julia auslassen. Ich wette, die wird sich auch sehr darüber freuen, wenn sie ihren Live-Chat sieht, den ich aufgenommen habe. Muss man die denn kennen? Naja, aber ich habe sie gerne geguckt eine ganze Zeit lang und irgendwann kam dann so der Knackpunkt, weil in jedem Video kam nur noch, helft mir bei dem und jenes, um so Wettbewerbe zu gewinnen im Internet, wo man auch Geld gewinnen konnte. Und ich fand das moralisch nicht vertretbar. Ich fand's nicht gut von ihr, dass sie ihre Fanbase aufgerufen hat, da ja mit unlauteren Mitteln zu helfen. Und das hat sie bei ein paar Sachen gemacht, 2 oder 3 Videos hintereinander, immer nur, boah, helft mir bitte, und keine tollen Videos mehr von ihr, wo sie über irgendwas erzählt. Und da wäre ich einfach angepisst. Und deswegen kamen dann meine Sexy Julian-Videos so zustande, quasi um zu zeigen, ne, hier Mädel, ne, was hast du da gemacht? Hätte ich dich eigentlich früher mal vielleicht noch dringender gebraucht, wo ich mir ein paar Leute Klicks gebraucht hatte, um meine PS3 zu gewinnen. Aber Aha. ich habe es auch ohne geschafft. Weil sonst hätte ich keine PS3. Auch die PS. Und du warst eigentlich so mit der die Tutorials eigentlich fand ich am besten gemacht hat. Bei Rogero habe ich mich nie rangetraut und nachdem du Oh. das dann irgendwie jemand gemacht hattest und ich das gesehen hatte, dann war es eigentlich ganz cool und seitdem bin ich auch da drauf. Ja, danke schön erstmal, ne? Top. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, es gab wenig deutsche Tutorials, als ich damit angefangen habe, die ja getraut haben, auch ihr Gesicht zu zeigen. Weißt du, dann hast du nur einmal diesen Screen und so, und da habe ich mir gedacht, ja, komm. Und vor allem viele Tutorials kommen ja nur schriftlich und in Englisch raus oder als englisches Video, und da habe ich mir gedacht, jetzt komm, das ist eine Lücke, die musst du jetzt füllen, und ich erkläre ja gerne Sachen. Hat ja auch jetzt gepasst. Und welche Konsole hast du? Xbox 360, PS3, PS Vita, 3DS, Super Nintendo, was habe ich noch? Diesen alten Brotkasten von Nintendo. Ah, das NES. Ja. Super. Das hatte Ja. ich früher auch. Das muss ich mir nochmal wieder kaufen. Da gab es super Spiele drauf. Ohne Müll. Und die alten Ja. Konsolen, finde ich, das macht nur Spaß, die alten Spiele zu spielen, wenn du auch wirklich das alte Control-Pad in der Hand hast. Richtig. Ich finde, wenn du, ich muss ja alles irgendwie ins Regal stellen, damit die Leute das sehen können. Ne? Auch für mich Richtig. irgendwie, auch wenn du Gäste hast. Und. Ja, hier, ich habe, ne? Ja, genau. Das ist immer. Früher war das hier noch schlimmer. Ich habe ja einen ganz, ganz großen Teil von meinen Xbox 360-Spielen verkauft. Ich hatte hier wirklich eine Wand voll mit Regalen und nur Xbox 360-Spiele drin. Das waren bestimmt 200 Spiele. Also mindestens, ne? Und das sah Ja. so beeindruckend aus. Die Leute kamen immer rein und sagten: Boah, was ist denn hier los? Auch meine kleinen Ja. Cousins, die haben sich hier immer wohl gefühlt. Boah. Und dann, ja, darf ich jetzt auch mal irgendwas spielen? Ja, was willst du nur spielen, ne? Du kannst mir zugucken, halt die Klappe. Richtig. Und jetzt muss ich bis, ich glaube, Ende Juni, nee, Ende Mai warten. Dann da kann ich auch meine eigenen Hangouts machen. Okay. Dann muss ich nicht Sexy Julias Hangout nehmen. Oh, wieder jemand Neues. Was ist mit dir los? Er schläft. Ich krieg immer Ende des Monats Ärger, weil ich dann kein Geld mehr für alles habe, weil alles für Spiele draufgegangen ist. Ich gebe im Monat, glaube ich, mindestens zwischen 200 bis 300 € für Spiele aus. Okay. Das ist ein bisschen übertrieben, das weiß ich selber, aber ich muss ja unbedingt diese Reviews machen. Man muss ja deine Fans also an die denken. Ja, ich schalte ja schon, was mich eigentlich selber stört, ich schalte ja schon Werbung, aber da kommt nicht so viel bei rum, dass das abdecken würde. Lass doch mal einen sexy Julian Bei Red irgendwie sowas Raccoon in der irgendwie Werbung, Sexy Julian. was.
Ja, also ich glaube ja wirklich, dass die. Mich hat ja gewundert, dass sie mich eingeladen hat zu dem Hangout, weil eigentlich müsste sie mich erkennen. Die muss meine Videos auf jeden Fall gesehen haben. Weil ich habe ja verarscht, dass die so viele Leute um Hilfe bittet, dass die nicht kochen kann. Und ich mache ja Spiele-Reviews. So, und plötzlich kam ein Video von ihr, wie sie sagt: So, ich möchte euch ja nicht mehr um Hilfe bitten, ich möchte jetzt dies, jenes machen. Dann kam ein Video, wie sie kocht. Und dann kam ein Video, sexy Spiele-Reviews. Also, das ist ja schon ein Mega-Zufall, würde ich mal sagen. Naja, sexy Julia ist ja nach Köln gezogen. Das legt eigentlich nahe, dass sie eigentlich einen Penis hat. Da gibt es ja viele, die so aussehen und dann. Ja, und dann ist sie immer bei Chatroulette, ne? So oft bin ich doch gar nicht lustig. Nein, überhaupt nicht. In jedem PS3-Tutorial und nein, es geht nicht mehr als über 3.55. Ja, weil das auch wirklich nach einer Zeit nervt. Heute habe ich auch schon wieder drei Mails gekriegt bei YouTube. Sag mal, kann ich das mit meiner Original-Firmware 4.40 machen? Da frage ich Da musst du mich. sagen, Ich sag. musst du sagen, ja, aber du musst hardwaremäßig downgraden. Ja, das reicht ja nicht. Du musst ja dann sagen, du musst das und das Modell haben, damit du downgraden kannst. Dann welches Modell? Da musst du noch sagen, entweder brauchst du eine E3-Flash oder Proxkit. Und deswegen habe ich ja eigentlich dieses Custom-Firmware-Video gemacht, dieses Grundsätzliche, dass die Leute das wissen. Aber kein Mensch guckt sich das anscheinend an. Und das ist echt dann nervig. Mittlerweile, ich meine, ich versuche ja immer freundlich zu sein. Ich will ja auch wirklich jedem seine Fragen beantworten. Aber mittlerweile bin ich so, ich schicke da nur noch mein Custom Firmware User Guide Video, da wird ja alles gesagt, ne, und dann ist gut. Weil das schaffen meine Nerven einfach nicht. Guck mal, ich trinke ja nur noch Tee. Das geht nicht anders. Muss ja zum Yoga gehen. Ja, das kann ich im Moment ja auch nicht, weil wer mein Facebook gesehen hat, ich habe ja meinen Fuß kaputt. Ach so, naja, nein, gerade. Ich habe eine Fußschiene. Ich habe Fußball gespielt. Das ist das Problem, wenn man dann die Adidas Power Soccer, wer es noch kennt von der PlayStation, wenn du das versuchst nachzumachen in Real, das geht Ach so, nicht. ja, stimmt. Jahrelang auf Konsole gezockt und dann mal in der Wirklichkeit ausprobiert, ne? Ja. Ja, da wollte ich den Powerschuss machen. Ging nicht. Guckt einer von euch Das gerne ist auch. Dragon Ball? Nein, ich nicht. Nein. Aber tollen Fußballstars finde ich eigentlich cool. Ja, das ist ja quasi Dragon Ball auf dem Fußballfeld. Distanz Kamehameha. Der ist noch alle ähnlich. Ja, jetzt kommen wir wieder mit Vorurteilen. Alle Asiaten heißen gleich. Alle. Nee, das kann ich jetzt nicht Oder sehen bringen. gleich aus. Ja. Ist alles eine Person. Die klonen da drüben ja nur noch. Ja. So gibt's dann, deswegen gibt es auch so Partyorte dann wie Pattaya, wo 200 Frauen auf einen Mann kommen. Auf einen Touristen. Im wahrsten Sinne. Vor allem kommen auf einen Ja, Touristen. im wahrsten Sinne, sag ich. Sexy Julia ist auch Kölnerin mittlerweile. Du meinst Kölner? Ja, meine ich ja. Danke für die Verbesserung. Oh Mann, wenn die das Video sieht. Ach. Aber die war eh blond, oder? Ich glaube, die ist falsch blond. Das ist gefärbt. Die hat darunter noch schwarze Haare. Aber so viel, also so wie sie redet, ist sie blond, auf jeden Fall. Ich finde die Ironie so geil, weißt du, diese Sprüche in dem Sexy Julia Hangout. Oder? Muss Ja, sie auch erwähnen. wir sind auch alle ihre Fans. Wir sind nur wegen ihr hier. Ja, Ja. total enttäuscht, dass sie jetzt schon wieder nicht da ist. Ne? Erst heute Mittag, jetzt nicht. Ach, schlimm. Julia, 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 wo soll das mit dir hinführen? Deine Fanbase schrumpft und schrumpft. Ja, mich ärgert ja, die hat innerhalb von 2 Wochen genauso viele Abonnenten gekriegt wie ich jetzt in den letzten 1,5 Jahren. Ich mache irgendwas falsch, ich zeige zu wenig Haut. Zumindest beiden.
Jetzt mit dem Fußwurz hat sich vielleicht ein bisschen geändert. Ja, vielleicht, also wenn jemand tatsächlich dieses Video bis jetzt guckt, nachher auf meinem Channel, hier, lecker Bein. Bionic 6. Das war noch die Zeit, wo man morgens am Wochenende aufgestanden ist, um die Lieder Launebär zu gucken. Ja, aber schon genial. Ich konnte schon in Deutsch, weil ich auch damals als Hörspiel hatte, immer schon mitquatschen. Oh. Da hat mich immer meine Mutter angeguckt, wenn ihr jetzt laufen wir auch wieder folgen und ich kann die heute noch mitquatschen. Oh. Ja, ich kann einige kann ich in Deutsch mitquatschen, weil ich die auf Hörspielkassette hatte, immer zum Einschlafen angehört. Ich auch, genauso. Ja? Naja. Ja, das war früher voll cool. Also heute bin ich ja natürlich aus dem Alter raus. Heute höre ich Bibi Blocksberg. Oder Benjamin Blümchen. Ja, boah, kann ich das Lied auch noch auswendig. Habe ich ja erst gestern gehört. Ein Wii-Spiel gibt's auch dafür. Für Benjamin Blümchen? Ja, ja, oh, hat mein Gott. Neffe bekommen. Ja, nee, das ist zu heavy. Das ist hardcore. Hey, mach mal eine Review. Ja. Pass auf, dann mache ich eine Review nur wegen dir. Ich besorge mir das aus der Videothek, pass mal auf. Und dann sage ich, Jack Bauers Wunsch hier, Benjamin Blümchen Wii Review. Das ist ein Versprechen, ich mache das. Ich sag einfach, denn mit dem Spiel kannst du die Wii U hacken und dann sowieso kauft sich dann jeder. Aber bis zum Ende musst du es durchgespielt haben. Ja. Also, um zu hacken. Wenn der Abspann läuft, musst du Start, Select und A, B, X, Y gleichzeitig drücken und deine Wii U ist gehackt. Ja, ich merke mir das trotzdem. Ich muss ja nachher das hier noch bearbeiten. Ich schneide ja die langweiligen Stellen raus, obwohl ich nicht finde, dass wir langweilige Stellen haben eigentlich. Außer da, wo Julia da ist. Ja, die sind wahr. Wer will das denn sehen? Die ist ja eh nur kurz reingekommen. Bitte helft mir. Dir kann man nicht mehr helfen. Höchstens der Friseur. Oder der Schlachter. Tut mir leid, sexy Julia. Da hilft nur Notschlachtung. Aber welcher Schlachter macht das noch? Der hat auch seine Würde. Die besten Stücke sind doch da nicht vorhanden. Ja, wir müssen einfach einen Schlachter nehmen, der alles macht. Wie hieß denn nochmal der, der auch das Pferdefleisch in die Lasagne gepackt hat? Und das musst du mal echt machen. Du musst mal in die Videothek gehen und fragen, wo sie hier Super Mario Land haben. Die wissen gar nicht mehr, was ein Gameboy ist, glaube ich. Gameboy? Warte. Hier, das hier. Ein Gameboy Color habe ich auch noch. Ich habe den in lila. Ich weiß noch, meine Eltern. So hat's angefangen. Meine Eltern wollten... Der Gameboy war das erste Videospiel, was ich hatte. Nach dem Atari 2600. Den hatte aber mein Vater, da durfte ich nie dran. Und die wollten nicht, dass ich einen Gameboy kriege, weil ich sollte ja mein Geld sparen. So, dann bin ich hingegangen und habe von allen in der Verwandtschaft die Autos gewaschen für 5 D-Mark damals. Und habe noch mein Taschengeld. Ich habe damals 5 D-Mark auch in der Woche an Taschengeld gekriegt. Und da habe ich so lange gespart, bis ich wirklich 160 Mark zusammen hatte, um mir so einen Gameboy mit Tetris zu kaufen. Und dann meinte meine Mutter, ja okay, da wollte die tricky sein, meinte, aber weißt du was, mein Sohn? Ich wäre so stolz auf dich, wenn du das Geld sparen würdest. Da habe ich gesagt, okay Mama, bin ich zu meinen Großeltern gegangen, Opa, fährst du mich zum EKZ? Und dann habe ich mir den Gameboy gekauft. Apropos, jetzt habe ich es ja vergessen durch deine Quatsche. Oh, Entschuldigung, dass ich in Sexy Julias Gameblamer Hangout so viel quatsche. Ich wollte irgendwas fragen. Warte, wenn ich rede, vergisst es nachher wieder. Das will ich natürlich nicht. Wir müssen jetzt ruhig sein. 10 Minuten schweigen. Ja. Vielleicht aber die will nicht, brauche ich nicht. Vielleicht hilft dir das, warte. Dim 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 dim. Du musst die Frage aber als Antwort stellen. Dim 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 dim.
Weißt du, das ist das Problem. Ich muss vorher immer abwiegen, ne? So, was ist jetzt für denjenigen, der mein Tutorial sieht, am einfachsten umzusetzen? Und was wird wohl die Mehrheit der Leute haben wollen? Weil ich habe ja auch durch meine Schule und so nicht für alles Zeit. Und dann muss ich gucken, was passt wohl am besten, was kann der andere am besten machen. Und deswegen, so mache ich dann meine Tutorials. Ja, also wenn ihr mich weiter mit tollen Reviews und so unterstützen wollt, ne, hier sind meine Kontodaten, bitte per PayPal. Ich hoffe ja immer, dass Leute unter meine Videos irgendwelche Fragen stellen oder Wünsche, die ich mal in so ein Special machen könnte, wo ich einfach Fragen beantworte und so. Das habe ich als Sexy Julian ja zum Beispiel genutzt, ne? Aber so als Gameblamer selbst, da kommen ja immer nur Fragen, kann ich das auf meine Originalfilme installieren? Und daraus kann ich kein Special machen. Ich kann ein Special machen, wo 20 Mal hintereinander dieselbe Frage kommt. Ne? Und ich kann jedes Mal sagen, nein, du brauchst dafür Custom Firmware oder Original Firmware 3.55 und nichts darüber. Außerdem muss das Modell bis höchstens 2K sein oder fett. Und ihr könnt nur mit Original Firmware 3.55 oder Custom Firmware eure Custom Firmware installieren und updaten. Nichts über Original Firmware 3.55 und keine Original Firmware 4.40 oder sonst irgendwas. Dankeschön. Und so, die erste Frage dann im Video ist, kann ich dann? Ja. Wie kann ich das denn dann machen? Gibt es noch andere Wege? Aber die ist doch gar nicht downgraded. Nee, oder? Ist die auch nicht. Aber die Frage kommt andauernd. Andauernd. Das müsste ich eigentlich noch dazu sagen. Und wenn ihr eine Super Slim habt. Das müsste ich eigentlich machen. Als ich angefangen habe mit meinem Channel, habe ich Videos gemacht und dabei habe ich auch gesoffen. Ich habe mir dabei Captain Morgan reingezogen mit Cola. Und da hat tatsächlich jemand unter die Videos geschrieben: Hör mal, die Videos gucken auch Kinder. Lass das mal mit dem Alkohol sein. Fällt ja so nicht auf. Frei. Aus einer Papiertüte rumwickeln. Ja, und dann filme ich unter einer Brücke den Livestream, ne? Und mit der Überschrift, wir besuchen mal die Julia. Ja, dann gehen wir unter eine Brücke in Köln. Wir zeigen, wie Julia lebt. Ja, dann zeigen wir so einen Karton und schneiden einfach so ein Foto von ihr da so ins Bild. Hallo Julia, oh, bitte helft mir. Julians Blog kennt er doch bestimmt, oder? Ja, ich nicht. Oh, und Jack Bauer sucht danach. Der ist so cool. weil der so makaber und schwarzen Humor, ich lieb das. Der hat auf seine Facebook-Seite, ne? Hast du das neue Video gesehen, Moralapostel? Ja. Da hat er ja einen so kurzen Ausschnitt von Facebook, ne, was er da geschrieben hat, was die Leute da drunter geschrieben haben, der Witz darüber. Boah, ich musste so lachen, obwohl man eigentlich nicht drüber lachen sollte. Da steht da, für den Jack Bauer, sage ich halt jetzt, ne? Da steht da, Dankeschön. Da steht, Mama, ich habe eine 6 in Mathe. Macht nix, Sohn, du hast eh Krebs. Nee, gut. Ja, danke auf jeden Fall, dass ihr da wart im Sexy Julias Hangout. Nein, okay, ich danke auf jeden Fall, dass ihr da wart. Ich werde demnächst mal gucken, dass ich auch mal nochmal einen Livestream mache, aber mit Ankündigung, dass noch ein paar mehr Leute kommen. Weil so, ne, ich muss jetzt viel rausschneiden, weil eigentlich die lustigen Stellen nur interessant sind für die Leute. Ja, danke, dass ihr da wart. War schön mit euch auf jeden Fall. Und mit dir auch. Dankeschön. Ein bisschen. Ein bisschen. Wir kriegen's bezahlt, vergiss das nicht. Sei nett. Tut mir leid, ihr habt Sexy Julia erwartet, ihr habt Game Blamer gekriegt. Zum Glück. Nee, gut. Also, dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Mittag. Wie spät es auch immer bei euch sein mag, ich weiß ja jetzt, wie spät es bei euch ist. 23:33 Uhr. Stay tuned, euer Gameblamer. Ciao.